Hallo und herzlich willkommen zu Teil 87 des Let's Plays GTA 4 mit Weakling-Praktikant Tommy. Und es geht weiter mit Gravelli, denn das ist der einzige Auftraggeber, den wir im Moment auf der Karte haben. Oh, schöner Wagen. Da müssen wir aber auf jeden Fall noch bei einem Waffenladen vorbei. Ich guck mal, welcher sich da anbietet unterwegs. Und ich frage mich ja, ob wir wirklich jetzt beim letzten Mal den Auftraggeber abgeschlossen haben. Der geheimnisvolle Mann am Telefon. Zumindest ist jetzt erstmal kein weiterer Auftrag für ihn verfügbar. Kann aber natürlich sein, dass da nochmal was kommt. Kann man ja nie so ganz ausschließen. Oh, ja. Ich finde es irgendwie leichter, hier rechts vorbeizufahren. Keine Ahnung warum. Ist jetzt nicht so, als wäre ich sonst ein Rechtsüberholer. Weil ich ja meine, in den USA ist es, glaube ich, egal, ne? Da gibt es keine Vorschriften, dass man irgendwie links überholen muss. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe es auf jeden Fall mal so gehört. Ich schaue jetzt mal gerade, bietet es sich an, hier noch beim Waffenladen vorbeizufahren? Ja, müssen wir machen. Das müssen wir machen. Stopp mal gerade. Haha. Ein Freund. Den hätte ich jetzt fast übersehen. Moment, das ist aber jetzt nicht wieder der. Nee. Doch, wohl. Hä? Wieso ist der denn nochmal da? Hä? Den hatten wir doch schon mal. Der war doch tot. Den haben wir schon mal getroffen und dann war der eigentlich tot. Genau, Pathos, das ist er. The majors are just pimps, and I ain't no bitch. No, I can see that. Man, if I have to spend the rest of my life preaching on a street corner, so fucking be it. Give it up for Pathos. I slept with your mom. Pathos, you a bitch, and you suck dick. Man, you hear that, punk? Yeah, he heard me, bitch. What you gonna do about it? Hey, fuck you. I've had enough of your crap. Jetzt müssen wir rennen. Oh. Okay, das habe ich jetzt schon wieder überhaupt nicht gerafft. Nee. Also, ganz ehrlich, ist mir echt zu hoch. Waren die nicht erst? Habe ich das jetzt so verpeilt? Also, ich habe die woanders gesehen auf der Minimap. Und wieso beamt der sich quasi dahin? Und wir müssen laufen. Also irgendwie, ich weiß nicht, das. So richtig Sinn macht das für mich nicht. Aber egal. Vielleicht kriegen wir ja nochmal eine Chance, es zu probieren. Ansonsten ist Pathos halt Geschichte. Ist auf jeden Fall irgendwie eine sehr merkwürdige Aktion. Mit dem Kerl. Where are your manners? Ja, es tut mir ausgesprochen leid. So, und Munition kann nicht schaden. Hier noch. Achso, alles klar. Das ist auch gut. Jawohl. Jetzt können wir zu Gravelli.
Ja, auf jeden Fall komische Geschichte mit dem Pathos. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war nicht gewollt, das war nicht gewollt. Das war auch nicht gewollt, ja. Aber das mit den Nerves stimmt. Das wird eng. Darüber kann man jetzt streiten, wer hier nicht driven kann, aber auf jeden Fall ist der Verkehr hier gerade ein bisschen schwer zu handeln. Ah Mist, wir müssen rechts rum. Doch nicht? Was? Okay. Ich gebe es zu, dass... das traf ich jetzt gerade nicht. Sind wir über eine andere Brücke gefahren als sonst? Ah, nee. Ach, ich hab's einfach verpeilt. Glaube ich, oder? Oder doch nicht? Oder doch nicht? Nee, war wohl doch eine andere Brücke. War wohl doch eine andere Brücke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, was ist hier los? Ich war so stolz, dass es jetzt zuletzt mit dem Fahren so gut klappte und jetzt gibt's hier nur noch Tod und Verderben und kaputte Autos. Ist ja fürchterlich. Fürchterlich. About problems and solutions. Ah, Nico! Of course, you guys already know each other. Nico, good to see you. Interesting friendships you both keep. Yeah, very interesting. The mayor will be here in a minute, and I have two senators dropping by later. Everyone wants to pay homage to a dying legend. Everyone wants the glamour of a bygone age. Everyone. Now, did you hear what I said? Yeah, I heard what you said. Nico, our friend here, is telling me that the Ancelottis are in league with the Russians. Ancelottis? I know these guys 73 years. In 1972, I should have killed his uncle, but I spared him. And this is how he repays me? Unbelievable. And now he's dealing drugs with Ivan the goddamn terrible. So what we're saying is, this is a matter of security, national. Normally, I don't care about cocaine. Keeps controllable people in power. But this is no good. All right, what's my role in this? The distribution network is a fleet of vans parked at a grocery warehouse in Alderney City. The product is packed into the frames of the vans, ready to be moved all over the country. Destroy everything, whatever it takes. And for me? For you. I've got a real gift for you. Get this done, then we'll talk. Immer das Gleiche. Aber so langsam hat man schon das Gefühl, dass es, was ist das denn hier? Ach, das ist unser Auto? Nee. Ein Unfallauto. Das, da waren wir aber bestimmt mit dran beteiligt. Ist halt die Frage, wie viel Sinn das überhaupt macht, mit dem zu fahren. Ja, also obwohl es immer das Gleiche ist und wir gegen Erpressung irgendwelche Aufträge erledigen, oder durch Erpressung irgendwelche Aufträge erledigen, trotzdem habe ich das Gefühl, dass es jetzt ziemlich vorangeht. Es scheinen jetzt doch irgendwie die mächtigeren Leute zu sein. Zumindest schaffen sie es, es gut vorzugeben, dass sie es sind. Und
man hat das Gefühl, dass es halt weitergeht, dass man an die richtigen Informationen kommt. Auch wenn eine Menge harter Arbeit dahinter steckt. Also die letzten Missionen fand ich auf jeden Fall ziemlich fordernd. Da darf man durchaus von harter Arbeit sprechen. Das war auch wieder knapp. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie wir das mit den Wagen gemanagt kriegen. Wir haben, glaube ich, noch einen Schuss mit dem Raketenwerfer oder der Panzerfaust. Aber ich weiß noch nicht, ob dieser Schuss uns weiterhelfen kann. Werden wir gleich sehen. I'm getting too old for this shit. Whatever. Das ist ziemlich schwer bewacht, würde ich sagen. Ich denke, hier müssen wir uns mal ein bisschen umschauen. Wenn man hier irgendwo rein kann, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, oder? Das sieht mir doch nach einer Möglichkeit aus. Ich frage mich halt, wie kann man hier hochfahren? Ah, oder einfach hochklettern? Geht das? Soweit. Okay, das war jetzt nicht so der Knaller. Mist. Hier geht's nicht weiter. Wie könnten wir denn jetzt da weiterkommen?
jetzt. Können wir jetzt irgendwie da hochfahren? Ach, hier ist ein Schalter. Oder wie? Ah, okay. Also es sieht so aus, als wäre da ein Schalter, aber man kann ihn nicht betätigen. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass ich jetzt hier gerade einfach vollkommen falsch denke. Dass gar nicht die richtige Stelle ist. Vielleicht bin ich hier auch total falsch. Oh mein Gott. Also nee, so funktioniert es auf jeden Fall nicht. Ich habe halt jetzt gerade noch gedacht, wenn wir hier auf das Häuschen irgendwie hochkämen. Dann auf das Häuschen, aber was dann? Okay, ich glaube, ich guck mal noch weiter. Ich habe zwar das Gefühl, dass das hier eine gute Stelle ist, aber... Das ist natürlich die Brücke noch. Das wäre noch eine Möglichkeit. Wo geht's hier hin? Das sieht auch interessant aus. Aber das ist, glaube ich, nur eine Unterführung. Die wird uns wahrscheinlich nicht helfen. Ja, ich glaube da bei diesem Park-Ding, es war schon eigentlich die richtige Stelle. Naja, Unterführung. Schade. Da fährt die Bahn. Hilft uns das irgendwie weiter? Es kommt halt jetzt drauf an, wenn diese Lebensmittelfabrik auch mit den Schienen verbunden ist. Ah, nee, das ist ein Dead End hier. Aber was liegt da? Gar nichts. Eine Taube. Der können wir aber nichts machen. Aber irgendwie, die ist so beleuchtet, die sieht so besonders aus. Könnte man die irgendwie sammeln oder so? Ja, soweit erstmal schade, das bringt uns gar nichts hier. Hier kommen wir, doch, hier kommen wir sogar hoch. Nico, bitte. Es geht nicht hoch. Es geht doch nicht hoch. Es geht doch nicht hoch. Schade. Ah, vielleicht gibt es hier noch eine Möglichkeit. Ist das eine Möglichkeit? Nee. Nee, da kommen wir einfach nur hier oben wieder zur Fabrik. Schade. Schade, schade, Popade. Das hier noch eine Chance. Das könnte es auch sein. Das ist sehr gut möglich. Das hier ist doch eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ah nee, Quatsch. Ach Mann. Ach Mann, das ist ja noch auf der anderen Straßenseite dann. Ah.
Interessant. Hey, was wir hier für Gegenden jetzt entdecken. So. Ja, also, schwierig. Hat das was zu bedeuten? Nee, anscheinend nicht. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wieso komme ich denn da jetzt nicht drüber? Wegen des Stacheldrahts oder wie? Also so langsam wird es ein bisschen lästig. Ja, das geht nicht. Ich komme da nicht drüber so. Das wird doch jetzt echt ein bisschen lästig. So, also das muss hier irgendetwas sein. Irgendwie müssen wir hier hochkommen, aber wie? Das ist das Problem. Jetzt kommen wir hier nicht mehr weiter. Wir kommen hier nicht weiter. Das ist jetzt auch ein bisschen lächerlich. Also ganz ehrlich, das ist ein bisschen albern. Also die snipern mich da schön. Mal gucken, ob ich denen das zurückzahlen kann. Huch. Also ich sehe keinen. Ich kann keinen einzigen sehen. Ich glaube, ich werde diese Mission neu starten müssen. Ich muss sagen, ich finde das eigentlich... Ich finde das eigentlich ziemlich albern, muss ich sagen. Das gefällt mir echt überhaupt null gar nicht. Also ich verstehe jetzt auch wirklich nicht, was das... Reißt mich doch jetzt nicht an, oder? Ich weiß auch gar nicht, ob ich... Bin ich hier bei der richtigen Firma? Bei der falschen Firma? Wo sind die Vans? Ich raff hier gerade gar nichts. Ganz ehrlich. Ich raff hier wirklich gerade gar nichts.
So, einer. Da sind aber offensichtlich noch mehr. Und wir kommen hier auch nicht hoch. Also, hallo? Was passiert hier? Okay, hier vielleicht. Das wäre noch eine Möglichkeit. Das wäre eventuell hier noch eine Möglichkeit. Das war phänomenal. Also das war eine der besten Aktionen, die ich je gesehen habe. So weit, so gut. Soll hier irgendwo einer unter uns sein? Ich weiß jetzt auch immer noch nicht, wie ich darüber kommen soll. Ich weiß immer noch nicht so genau, wie ich rüberkomme. So irgendwie ja hier rüber offensichtlich. Oh Gott. Enjoying yourself! Oh, wie der da hochklettert. Das sieht ein bisschen ulkig aus. Ein klein wenig. Eine Weste, Hammer. So, was nun? Jetzt bin ich hier oben. Ah. Ah. Okay, okay, also so langsam wird es. So ganz allmählich wird es. Also jetzt haben wir einen Van hier. Ach, die Markierungen sind einfach die Vans. Alles klar. Die Markierungen sind die Vans. Moment. Gab's hier nicht die Möglichkeit, auf den Tank zu zielen? Aber wo ist der? Jetzt erledigt oder nicht? One more! You're glad you messed with me? Also, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, wenn ich hier an einem so einem Wagen schon
meine ganze Munition verschieße. Okay, jetzt brennt er ordentlich. Okay. Das war aber jetzt schon harter Tobak. Okay, ich sehe gerade nicht, wer da feuert. War hier nicht noch jemand? So, jetzt müssen wir das aber irgendwie hier mal mit dem Tank hinbekommen. Ich gucke mir jetzt mal gerade an. Sieht man hier irgendwo einen Tank? Nicht so wirklich. Boah, ätzend, ätzend. Also hier scheint es auf jeden Fall nicht zu stimmen. Ein Feuerlöscher. Das bringt uns aber auch irgendwie mal gar nichts. Es kann nicht sein, dass wir so viel Munition verbrauchen müssen. Okay. Rechte Seite, okay. Oder doch? Doch. Okay. Okay, ich war mir gerade kurz nicht mehr sicher, ob das jetzt noch was wird oder wie auch immer. Was scheint zu funktionieren. Hier hingegen wieder nicht. Also mein größtes Problem ist tatsächlich, dass ich nicht weiß, wie ich mit der Munition hinkommen soll. Oh Gott, oh Gott. Scheint die falsche Seite zu sein. Ja. Alles klar. So, fand ich jetzt merkwürdig, muss ich sagen, die Mission soweit. Also irgendwo cool, aber auch echt merkwürdig. You've given a dying man a few minutes of happiness, Nico. I'm pleased to be helping you out with this thing you need. We'll speak again when Darko Brevich is in the country. Okay. Na gut, das ist ja schon mal was. Das ist doch schon mal etwas. Ja, weiß ich nicht. Also hat jetzt irgendwie
viel zu lang gebraucht, die Mission. Viel zu lang, aber ja, lässt sich nicht ändern. Ich hab's halt nicht gerafft, wie es anders geht. Ja, alles klar. Alles klar. Wie sieht denn das jetzt aus? Gambetti ist weg, Auftraggeber ist weg, es ist niemand mehr da. Wir haben keinen Auftraggeber im Moment, das kann nur bedeuten, dass bald ein Anruf kommt oder irgendwie eine Nachricht. Das kann nur bedeuten, dass hier bald was kommt. Ja. So. Was ist hier los? Was ist hier los? Das ist gerade eine sehr ungewöhnliche Situation für mich. Das ist gerade eine sehr ungewöhnliche Situation für mich. Okay, alles klar. Also, ihr werdet hier einen komischen Break haben. Das kann ich leider nicht ändern. Ich hatte irgendwie noch festgestellt, anders. Okay, also passt auf. Ich hatte festgestellt, das werde ich wahrscheinlich jetzt auch noch im Video mit drin haben, dass ja hier irgendwie überhaupt niemand mehr auf der Karte als Auftraggeber ist und bestimmt ein Anruf kommt, damit es eine neue Mission gibt. Und genau das ist auch passiert. Das Problem war, ich musste weg. Ich musste meine Tochter zum Reiten fahren. Ja, das Übliche. Und aus diesem Grunde konnte ich dann leider, ich habe den Anruf angenommen, es kommt ein Anruf, daraufhin startet eine neue Mission, aber ich konnte die nicht spielen, weil ich meine Tochter zum Reiten fahren musste. Es sind jetzt halt mehrere Stunden vergangen zwischen also dem, was vor ein paar Sekunden oder ein paar Minuten passiert ist und dem, was jetzt passiert, sind für mich halt einige Stunden vergangen und das ist halt echt strange. Und, kommt jetzt der Anruf? Ja, da kommt er. Okay. Ja, ihr werdet sehen, warum. Okay. So. Felix, I have your man. He's been flown in. We're going to drop him in the airport cargo area for you. No more jobs? Is that it? Am I out? You're out. You've done good things for us. We are grateful. That's it. I've given you a lot of protection. From here in, you're alone. Goodbye. Ja, ist das nicht der Hammer? Also das finde ich einfach nur total krass und ich war sehr traurig, dass ich das nicht eben fertig spielen konnte, aber es ging halt einfach nicht. Roman, they brought Darko Brevich into the country for me. This is almost over. I'm going to finish it. Nico, you can't do this alone. I'm coming with you. Come collect me from Firefly Island. All right, wait there for me. Ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass jetzt wirklich schon das große Finale ansteht, aber es fühlt sich halt irgendwie so an. Vielleicht ist es auch doch so. Bei San Andreas, wenn ich mich nicht irre, war es glaube ich auch so, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass es jetzt zu Ende ist und dann war es doch ganz schnell zu Ende. Also ganz schnell nicht. Es war eine sehr epische Mission, aber... Naja. Also wir werden sehen, was passiert. Es ist halt für mich nur merkwürdig, für euch vielleicht gar nicht so sehr. Ich weiß auch nicht, ob ich vorher schon mal sowas gemacht habe. Also dass ich halt den Autosave-Spielstand quasi nutze. Ich wusste jetzt auch gar nicht, was passiert. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen gehofft, dass ich irgendwo wieder erscheine auf der Karte, so dass ich es direkt an eine Stelle in der alten Aufnahme dran schneiden kann. Aber wir sind halt wieder im Apartment gespawnt. Oh mein Gott, ey. Naja. So, ihr werdet damit klarkommen, ich auch. Und ich will jetzt wissen, was hier passiert. Ah,
Also wie gesagt, Ende des Spiels fände ich ganz unglaublich. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Zumal da ja auch noch Dimitri da ist. Ich meine, dem haben wir jetzt natürlich schon gehörig die Geschäfte versaut. Aber es gab noch keine direkte Konfrontation zwischen uns und ihm. Und mit der rechne ich doch noch ziemlich sicher in dem Spiel. Arg. I don't believe this as well. Was ist hier los? Was ist hier los? Das ist ja unglaublich, ohne Worte. Halt auch einfach Sachen, die noch nicht passiert sind. Ich finde, wir hatten zum Beispiel relativ wenig Flugmissionen bisher und ich habe ganz, ganz, ganz sicher und fest damit gerechnet, dass wir irgendwie noch eine Mission auf der Freiheitsstatueninsel bekommen. They are bringing him to the cargo bay at Francis International. I do not want to be late after I've waited so long. Ja, gib mir doch vielleicht einfach mal gerade Danke. Sorry, oh, ich musste niesen und habe mich wohlweislich vom Mikrofon weggedreht. If I could live those hours again, I think I would have preferred to be buried in the pit along with everyone else. Oh, this man. Is all that is left of me. Oh, man. What am I good at, woman? What is my trade? I deal in death. Because that is all that is open to me. I will tell you what you are good at, Nico. You are a good cousin and a good friend. You still have integrity, no matter what you say. Die Hochzeit muss noch kommen, verdammte Axt. You still have the power to be good. It's important that you believe that. Das kann nicht das Ende sein. That might give me some perspective. This killing must stop. Once this is done, then you must begin to forgive. Think about your future instead of the horrible things that have happened to you. To us, to all of us in the past. After this is done, then we can talk about forgiveness and redemption. Now is not the time for such conversation. Ich bin echt mal gespannt. Also es kann natürlich gut sein, dass jetzt ein Showdown kommt, aber es wird nicht das Ende sein. Und ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob hier wirklich ein Showdown kommt. Vielleicht kommt auch die nächste Überraschung. Bei Bernie haben wir ja auch schon eine Überraschung erlebt. This is it. This is where it all ends. Also ich kann das noch nicht glauben. You remember me? Puste me. Ne was not yet. I don't know you. Yes, you do. I'm the one who survived. Nico. Hello. Reci mi zašto. Zašto? Zato što smo bili prijatelji. Svi smo odrasli za jedno. Mitar, Dragan, Goran, Mio. Mogu da nastavim. Svio, a?
We were friends, but I had other friends! Friends that Goron and his guys killed. My fucking neighbors! Because of what? Because of shit! Lies! Fucking lies! So that makes it okay? To stab your friends in the back? When everything you believe is shown to be shit, you make strange choices. Fuck you! Strange choices? How much? 1,000. You kill my friends for $1,000. How much do you charge to kill someone? You ruined me, you fuck! I needed the money. I had problems. You're a fucking junkie! Kill me then! You fucking hypocrite. Trust me. You'll be doing me a favor. Ah! Nico, come on. Let's go. Let him suffer. He knows what he did. He doesn't look like he enjoys life too much. Come on. Oh Mann, ey. Ich mach auf jeden Fall, also ich folge Roman. He's not worth wasting your energy on. Where am I? What is this place? Will you take me over to Bruce's house? Er läuft weg. Oh Mann. Ja, ich meine, keine Ahnung. Das ist natürlich irgendwo auch total inkonsistent. Ich meine, wenn ich über... I'm turning this shit off. I can't take listening to those annoying ads and DJs right now. You did the right thing, Nico. It is not often that a man can be sure of that, but you definitely did the right thing. You're proud of yourself. Let's have a fucking party. Break out the champagne. I let the diseased, traitorous junkie live. After hunting him for over a decade. Shit! Someone hand me the keys to the fucking city. There's no need to take that tone, cousin. I'm sorry if my tone offends you, Roman. But this has been a very difficult moment for me. It took every fiber of my being. Pulling in the same direction. Not to kill Darko. To not get revenge for all those lives he took away. What made you spare him? I don't know. I wanted it for so long, he would just be dead. Like everyone else from our village, I was the one that survived the first attack. Living is not easy. No. I would live to kill him Darko as well. But then when I looked at him, I realized that nothing would change if I killed him. Yeah. Revenge would yeah. somehow shut the book on what I have seen. Yeah. Those who die get closure. Living do not. So you keep living, and you try to have a happy life. You try to move on. I try to. Yes. Oh man, krass. Ja, um den Gedanken von eben noch zu vervollständigen, wenn ich überlege, aus was für nichtigen Gründen wir zum Beispiel Vlad einfach umgebracht haben. Oder andere Leute halt irgendwie da, also was weiß ich, ne? Ich meine, wir haben ja auch hier für Mikael einfach nur total brutale Aufträge erfüllt und so. Insofern, ne, kann man jetzt darüber streiten, ob das halt konsistent war, den Darko nicht zu töten, aber also ich finde, es ist halt exakt so, wie Nico gerade gesagt hat. Ich finde das auch sehr, sehr packend, muss ich wirklich sagen. Krasses Spiel. Ich meine, irgendwie seit, keine Ahnung, Jahrzehnten oder was weiß ich, ist man hinter dem Typen her.
Dann steht man vor ihm und merkt halt, hey, das ist auch irgendwie ein Würstchen und es macht nichts besser, wenn man ihn jetzt umbringt. Wie krass, echt. Also. Naja, es geht weiter. Here we are. Do you want to come in and hang with Brucey? No, I need to be alone. Thank you for being with me, cousin. Do not mention it. Call me, Nico. The wedding is soon. Ja. Heftig. Echt heftig. Ja, ich hatte ja eigentlich überlegt, noch was mit Kate zu machen, aber... Bernie? Okay, ja doch, macht Sinn, klar, natürlich. Florian, I thought I should let you know. I found Darko. The guilt has destroyed him. I don't know. Somehow, it was better to walk away. You know what? I'm really proud of you, Nico Bellic. After what we've had to live with these last 12 or 13 years, I know how much it hurt you. And you walked away. I know this must be hard for you, but you won, Nico. You really did. We've got to celebrate. You're free now. Maybe a spa day? Sure, whatever. I'll speak to you soon, Bernie. Okay. Ich weiß halt nicht. Soll ich jetzt Kate noch anrufen? Okay, ich probier's mal. Mal schauen. Ja, besetzt, okay, ja. I got it. Ich hab's verstanden. Ja. Ich meine, das... Okay. Ich wollte gerade sagen, irgendwie weiß ich nicht, das ist so ein krasser Reset jetzt. Man weiß überhaupt nicht, wie es jetzt weitergehen soll, aber Pegorino. Nico, the shit has gone down. I need to see you. Come to the club, it's Pluto. All right, Mr. Pegorino. I'll see you there. Ah, okay. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass die Mission jetzt auch sofort startet. Aber sie tut's nicht und deshalb werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal zum Versteck fahren und speichern. Und dass die Kacke am Dampfen ist für Pegorino, ist ja irgendwie ziemlich offensichtlich. Also überrascht mich auf jeden Fall nicht. Es würde mich auch nicht weiter überraschen, wenn Phil Bell da jetzt mit zu tun hat. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. So, es dürfte jetzt wahrscheinlich wieder eine ziemlich lange Folge sein, aber lässt sich halt nicht ändern. Ich muss auch mal gucken, wie ich die jetzt zusammenschneide, aber irgendwie wird es schon funktionieren. Also, ich denke, ihr werdet verstehen, worum es geht. Gut, also, ja, krasse Ereignisse. Pegorino... Das ist die ganz offensichtliche Wahl. Wir haben sonst nichts zu tun auf der Map, außer mit Leuten auszugehen. Also werden wir auf jeden Fall schauen, was Pegorino für uns zu tun hat. Ich sage jetzt aber erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald in Liberty City. Macht's gut. Ciao.